Hallo Freunde, hier ist David, euer Deutschlehrer von Like Germans. In diesem Video bekommen Lisa und ihre Freunde einen neuen Lehrer. Warum einige das nicht so toll finden, erfahrt ihr am Ende des Videos. Denkt auch daran, die Quizfrage unten in den Kommentaren zu beantworten. Wenn euch unsere Geschichten gefallen, werdet ihr auch unser Buch German Easy Reader for Beginners lieben. Heute möchten wir euch zwei Geschichten aus unserem Buch schenken. Den Link zum kostenlosen E-Book findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Guten Morgen, liebe Schüler. Guten Morgen, liebe Schüler. In letzter Zeit ist etwas schiefgelaufen. In letzter Zeit ist etwas schiefgelaufen. Herr Kunze war zu streng zu euch. Herr Kunze war zu streng zu euch. Ich weiß, das war nicht einfach für euch. Ich weiß, das war nicht einfach für euch. Ich habe mit euren Eltern gesprochen. Ich habe mit euren Eltern gesprochen. Sie wünschen sich einen anderen Lehrer. Sie wünschen sich einen anderen Lehrer. Ich habe der Idee zugestimmt. Ich habe der Idee zugestimmt. Herr Kunze ist fürs Erste im Urlaub. Herr Kunze ist fürs Erste im Urlaub. Ab jetzt habt ihr Unterricht mit Herr Wagner. Ab jetzt habt ihr Unterricht mit Herr Wagner. Er ist wirklich sehr nett. Er ist wirklich sehr nett. Ihr werdet ihn mögen. Da bin ich mir sicher. Ihr werdet ihn mögen. Da bin ich mir sicher. Herr Wagner ist bekannt für seine Nettigkeiten. Herr Wagner ist bekannt für seine Nettigkeiten. Ich werde ihn jetzt holen. Ich werde ihn jetzt holen. Viel Spaß beim Unterricht. Viel Spaß beim Unterricht. Hallo, liebe Kinder. Hallo, liebe Kinder. Mein Name ist Herr Wagner. Mein Name ist Herr Wagner. Ich bin der neue Lehrer. Ich bin der neue Lehrer. Ich habe gehört, ihr hattet viel Stress. Ich habe gehört, ihr hattet viel Stress. Wir werden es jetzt etwas ruhiger angehen. Wir werden es jetzt etwas ruhiger angehen. Was habt ihr als letztes behandelt? Was habt ihr als letztes behandelt? Den Satz des Pythagoras. Den Satz des Pythagoras. Sehr gut. Wie heißt du, schlaues Mädchen? Sehr gut. Wie heißt du, schlaues Mädchen? Ich heiße Lisa. Ich heiße Lisa. Das hast du prima gemacht, Lisa. Das hast du prima gemacht, Lisa. Dafür bekommst du eine 1. Dafür bekommst du eine 1. Was? Wirklich? Dafür bekomme ich eine 1? Was wirklich? Dafür bekomme ich eine 1? Warum bist du so überrascht? Warum bist du so überrascht? Herr Kunze hat mir nie eine 1 gegeben. Herr Kunze hat mir nie eine 1 gegeben. Ich habe es mir anders überlegt. Ich habe es mir anders überlegt. Ihr bekommt alle eine 1. Ihr bekommt alle eine 1. Danke, Lisa, du bist die Beste. Danke, Lisa, du bist die Beste. Ja, wir lieben dich, Lisa. Ja, wir lieben dich, Lisa. Das hast du toll gemacht, Lisa.
Das hast du toll gemacht, Lisa. Ein paar Stunden später. Hey, Lisa, du strahlst ja richtig. Hey, Lisa, du strahlst ja richtig. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Er war wundervoll. Er war wundervoll. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe heute eine Eins bekommen. Ich habe heute eine Eins bekommen. Herr Kunze hat dir eine Eins gegeben? Herr Kunze hat dir eine Eins gegeben? Nein, nicht Herr Kunze, das war Herr Wagner. Nein, nicht Herr Kunze, das war Herr Wagner. Wer ist denn Herr Wagner? Wer ist denn Herr Wagner? Das ist unser neuer Lehrer. Das ist unser neuer Lehrer. Er ist toll. Alle mögen ihn. Er ist toll. Alle mögen ihn. Wie schön, wie schön. Mit ihm macht die Schule richtig Spaß. Mit ihm macht die Schule richtig Spaß. Zur gleichen Zeit. Zur gleichen Zeit. Ja, hallo, Schneider hier. Ja, hallo, Schneider hier. Guten Tag, hier ist Herr Polnikow. Ich bin Saras Vater. Guten Tag, hier ist Herr Polnikow. Ich bin Saras Vater. Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Ich möchte mit Ihnen über diesen neuen Lehrer sprechen. Ich möchte mit Ihnen über diesen neuen Lehrer sprechen. Meinen Sie Herr Wagner? Meinen Sie Herr Wagner? Ja, genau, den meine ich. Ja, genau, den meine ich. Wissen Sie, was er heute gemacht hat? Wissen Sie, was er heute gemacht hat? Nein, klären Sie mich auf, bitte. Nein, klären Sie mich auf, bitte. Er hat allen Schülern eine Eins gegeben. Er hat allen Schülern eine Eins gegeben. Er hat was getan? Er hat was getan? Alle Schüler haben eine Eins bekommen. Alle Schüler haben eine Eins bekommen. Ohne etwas dafür zu tun. Ohne etwas dafür zu tun. So kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Die einzige, die eine Eins verdient hat, ist Sarah. Die einzige, die eine Eins verdient hat, ist Sarah. Ich verstehe, ich kümmere mich darum. Ich verstehe, ich kümmere mich darum. Einen Tag später. Einen Tag später. Hey Lisa, warum bist du so glücklich? Hey Lisa, warum bist du so glücklich? Ich freue mich auf den Unterricht. Ich freue mich auf den Unterricht. Mit Herrn Wagner macht die Schule richtig Spaß. Mit Herr Wagner macht die Schule richtig Spaß. Dann lass uns gleich reingehen. Dann lass uns gleich reingehen. Wo ist denn unser neuer Lehrer? Wo ist denn unser neuer Lehrer? Der kommt bestimmt gleich. Der kommt bestimmt gleich. Ich bin wieder da. Muhahaha. Ich bin wieder da. Muhahaha. Frage für euch. Wer hat eine Eins bekommen? A. Lisa, B. Sarah oder C. Alle? Schreib einen Kommentar und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Ciao.